Moin Moin und willkommen zurück zu Hogwarts. Wir befinden uns unten in Jackdaws Versteck, um die fehlenden Seiten zu finden. Und wie man sieht, habe ich jetzt diese Brücke angehalten, weil ich nicht weiß, ob die uns alle angreifen. Gleich werden wir gleich sehen. Aber da liegt es zumindest. Jackdaw, so tot wie eh und je. Und wir untersuchen mal, ob wir die Seiten finden. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Na, jetzt wird erstmal was anderes passieren. Ich konnte das irgendwie nicht aufsammeln gerade, ist dann schon blöd. Wow. Ins Handy. Legen los. Sollte euch entwaffnen. Expelliarmus. Okay, es kommt die wahrscheinlich auch noch da, die drei. Okay. Die sehen ja bestimmt gewaltiger aus. Expelliarmus. Incendium. Legiosa. Akio. Okay. So, ganz kurz zurückgehen. Irgendwas mit Ausrüstung war voll oder so, hat er hier gesagt. Das ist unheimlich. Okay, da versteht er nichts da hinten. Müssen wir schon gucken, nicht, dass ich irgendwas gerade nicht aufsammeln konnte, weil mein Dings voll war. Das wäre jetzt echt ärgerlich gewesen, warte mal. Die Feenmütze kann auch weg. Irgendwas? Ah, warte mal. Irgendwas? Ah, hier. Ein paar können wir davon weg. Über den. Oh. Jetzt können wir wieder ein bisschen was einsammeln. Zwar nicht so viel, aber immerhin ein bisschen. Hier kann ich nichts mehr einsammeln. Schade. Ist da noch irgendwas? Gut. Ich habe irgendwas übersehen hier. Zumindest eine Truhe. Halt, hier ist auch ein Säckchen mit Geld. Mega Power Drink. Und da drüben ist auch eine Riesentruhe, die holen wir uns mal noch. Rebellion. Was ist das? Achso, ich dachte, da könnte ich irgendwas. Kann ich schon eine Reparo machen, ne? Aber das machen wir jetzt nicht. So, gucken wir mal, wo uns dieses Türchen dahin führt. Der Kampf an sich war jetzt nicht zu schwierig. Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Gehen wir da durch. Wo bin ich? Oh nein, der Raum wird ja geflutet. Jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Okay. Das ist schon wieder richtig cool. Oder? Das hat schon was Lässiges. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich herausgefunden habe. Ich hoffe auch. Hä? Wo bin ich hier? Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Okay. Es gibt auch die Balkone, aber da ist nichts drauf. Dann lassen wir hier hochgehen. Die Tür geht nicht auf. Also muss ich nicht hier längs. Ah, hier. Nee. Muss ich da auf diese Fläche gehen? Anscheinend.
Was ist jetzt passiert? Dieser Hut sieht so behämmert aus. Drei verschiedene Wege, also das vier verschiedene Wege. Oder ist das einfach nur ein... Oh. Ach, die Zauberer. Kann das sein? Cool. Mal reden hier. Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Ja, okay. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Sind Sie ein Seher? Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von ihm. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Okay. Na gut. Ich werde das Buch sofort holen. Gut. Wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Okay, das Buch hat er jetzt der andere. Diese Verbindung zur alten Magie hat Talente freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal ein Talent, wenn du einen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch sehen kannst. Okay, das ist ja mal cool. Du hast Talentpunkte verdient. Du kannst die Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um deine Zaubersprüche zu verbessern, deine Kampfkraft zu steigern, deine Tarnung zu erhöhen und mehr. Wähle weise. Talentpunkte können nur einmal ausgegeben werden, weshalb die Anzahl der erhaltenen Talente begrenzt ist. Kira, geben sie hier zurück. Okay. Also, was wollen wir haben? Was gibt's denn hier so? Dunkle Künste? Der Einsatz von Grenzio entfesselt einen Ring aus Feuer um dich herum. Gegner in der Nähe eines mit Axio beschworenen Ziels werden ebenfalls gezogen. Was will ich nicht? Gegner in der Nähe eines mit Axio beschworenen Ziels werden ebenfalls. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Gut, was noch gab? Die dunkle Künste. Stupor hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Wenn einem verfluchten Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Expelliarmus hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Okay. Haupttalent, was ist das? Ein neues Zauberset wird hinzugefügt. In eine Richtung tippen und zu einem freigeschalteten Zauber. Was kann ich denn? Ach, ich kann verschiedene Zaubersets machen. Konnte ich die vorher nicht machen? Müssen wir mal gucken. Die alte Magie fängt und wirft die Waffen von einem Gegner in Waffen. Okay. Basiszauber reduziert die Abwechslung von Zaubern. Erfolgreiche Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige. Halte ausweichen gedrückt, um plötzlich zu verschwinden und in der Nähe wieder aufzutauchen. Zeig mal. Ah, okay. Ein neues Zaubersetz wird hinzugefügt. Müssen wir gleich mal gucken mit den Zaubersets, bevor ich irgendwas machen. Schleichen. Gegner können dich schlechter entdecken. Du kannst sprinten, während du siehst. Okay, das ist auch nicht schlecht, sprinten, aber warte mal. Der Eidoros-Trank macht dich unverwundbar und er reflektiert Projektile auf Gegner zurück. Okay, was ist das? Für jeden geworfenen chinesischen Kohlkopf wird ein zweiter Kohlkopf. Ah, okay, das ist auch nicht schlecht, aber. So, ich muss auch kurz zurückgehen, bevor wir das machen. Und einmal sehen, wie man das in diesen Zaubersets macht. Das würde mich interessieren. Stupor, grundlegend.
Warte mal. Ja, das stimmt. Aber das ist ja trotzdem irgendwie dumm. Warte mal. Also hier kann ich verschiedene Sachen machen. Top Gegner macht es zu leichten Zielen für Folgezauber. Warte mal kurz. Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich das einmal machen, dass ich. Wo waren jetzt meine Talente da? Dann würde ich tatsächlich, glaube ich, hier das machen. Dass ich da noch was Neues reinpacken kann. Dass ich zwei setze. Obwohl, na, das machen wir beim nächsten Mal. Brauchen wir jetzt vielleicht noch nicht. Aber es gibt noch alte. Die eigentlich nicht schlecht. Wir haben 9 verfügbare Trendpunkte, wir können also mehr machen noch. Okay. Das ist nicht schlecht, dann kriege ich ein bisschen von dem Blauen. Den nehmen wir auch dazu. Ein Zauberset haben wir ja schon. Finde ich auch nicht verkehrt. Wenn ich Stupor benutze. Bei den Zaubersprüchen gucke ich auch noch mal ganz kurz. Ah, okay, da muss man mit dem Pulso wirken können, das können wir noch nicht. Moin, Download. Was ist das? Wenn ein verfluchtes Ziel Schaden zufügt, wird erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Bin ich auch nicht verkehrt. Machen wir einfach mal. Das hat auf jeden Fall Sinn. Und beim Haupttalent. Die Mega Power Trank. Nee, was war das hier? Halte Ausweich gedrückt und plötzlich. Das machen wir auch mal kurz. So. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen uns verbessert. Gut, also wir müssen zurück und das Buch holen. Aber das hat ja unser guter Professor. Halt. Wo geht's da runter? Ach ne, da sind wir vorhin gekommen, stimmt. Das ist auf jeden Fall oben längs. Kam vorhin ja nicht durch. Aber da können wir uns ja wahrscheinlich hinbeamen jetzt, ne? Müssen wir nicht extra den ganzen Kram machen. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? So. Na, guck mal hier. Wieder mal auf Abenteuer. Haben wir die Kartenkammer eröffnet, das ist schon mal gut. Müssen wir aber gucken, was wir unseren. Den Fieg finden, der das Buch mitgenommen hat. Krass. Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studie nicht vernachlässige.
Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Bin ich denn hier? Das können wir nicht aufmachen. Können wir auch nicht aufmachen. Die Schlüssel haben wir leider auch nicht. Schlösser knacken müssen wir auch noch mal lernen. Das kommt wahrscheinlich noch. Neuer Auftrag verfügbar. Was denn für ein Auftrag? Fliegen! Ich will fliegen lernen. Auf jeden Fall. Definitiv begebe ich mich zur Flugstunde. Revelio! Drache. Das Motto Hogwarts Draco Dominus Nocturnum bedeutet, kitzel niemals einen schlafenden Drachen. Okay. Was will er da unten? Irgendeiner schrie da unten doch gerade. Eine Frage, wer das war. Ich weiß, es gibt einen anderen Weg, aber ich will einmal gucken, wie der so rumgebrüllt hat. Und hier sind wir gekommen. Dann war es der andere Weg. Ah. Nee. Gibt keinen Weg. Irgendein Geist, der wieder wer rumgespukt hat hier. Revelio. Ins Zentrum. Ich könnte den Teppich gleich verbrennen. Das kann ich aber nicht. Ist das der kopflose Nick? Nee. Müsste doch auch schon da sein, der kopflose Nick, oder? Denke ich. Ah, guck mal da. Aber das ist natürlich abends, aber trotzdem wird ja die Flugstunde trotzdem stattfinden, denke ich mal. Wenn es jetzt abends ist hier. So, nächster Tag. Mal auf dem Rasen gesessen, bis der nächste Tag da ist. Was Hallo, geht's? Besen und dann fangen wir an. Ich bin mal gespannt. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung, treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch! Hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hoch! Hoch! Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Okay. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Jetzt bin ich mal gespannt. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Muss ich mich erst mal gewöhnen. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Ich brauche einen eigenen Besen. Ausgezeichnet! Oh, ist nicht so schwer. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Okay. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr.
Diese Aussicht. Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Ha, das war nicht übel. Das ist keine Geschwindigkeit gerade, ne? Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Ja, wir fliegen jetzt nicht gerade schnell, ne? Aber egal. Bei der Geschwindigkeit ist es noch ganz easy. Wow, unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Ein bisschen schneller hätte es ruhig sein können, oder? Nicht unbedingt turboschnell, ein bisschen schneller. Das hat schon mal geklappt. Aha, gut gemacht. Hast du kurz Zeit? Na? Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Plum. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Slytherin wie du Interesse hätte, dem Unterricht zu entkommen? Das klingt gut. Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Natürlich. Die Führung beginnt in Kürze. Okay. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Ich muss einmal kurz den Flug umstellen. Bei der Steuerung, weil oben, unten, das ist so ein bisschen nervig. Das mag ich denn doch lieber auf nettere Art. Kann man das hier einstellen? Da invertieren der Flugsteuerung. Danke. Das ist so unnatürlich, finde ich. Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Das gefällt mir schon viel besser. Ah, okay. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Ah! Boah, gerade noch hingeschafft. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Schnell die Besen ab. Steig hier ab. Ja. Das war cool. Und wo waren Sie beide? Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Kloppen. Ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten.
Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Trotzdem nett von ihr. Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich... Ich muss ja einfach einen Besen nehmen, den darf man welche, schade. Ich mag Madame Kogawa sehr. Sie gibt mir nach dem Unterricht Nachhilfe. Gut. Auftragsprotokoll? Was haben wir denn noch für einen Auftrag jetzt? Im Schatten der Krypta, im Raum der Wünsche, Professor Sharps Aufgabe, ein Hauch von Liebe. Wir haben also noch einige hier, ne? Die Pulso können wir lernen, was ja auch nicht schlecht ist. Trifft Professor Weasley. Ah, gut. Gehen wir erstmal da dem nach, wo wir jetzt hin sollen. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Erdoros und teste sie zeitgleich. Oh, das ist nicht so einfach. Vielleicht sollten wir aber einmal nach Hogsmeade nochmal gehen. Oder meinst du, wir können schon einen Besen kaufen? Ja, anscheinend nicht. Sportbedarf. Ich würde da gerne mal hin gucken. Wir können mal gucken, was so ein Besen kostet. Zu teuer ist, machen wir es natürlich nicht. Wenn aber einigermaßen günstig ist, könnte man das ja locker machen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ich finde Hogsmeade einfach nur voll cool. Ich sollte bald. Ah, ein neues Gesicht. Wunderbar. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spinwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Na. Ich werde mich mal umsehen. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach so. Suchen Sie heute? Wir werden einmal kurz was verkaufen hier, weil ich habe so viele Sachen, die weg müssen. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Also für den Besen wird wahrscheinlich arschteuer sein, ne? Oh, 600 geht eigentlich. Glutsprintbesen. Kosten? Besenvorschau? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Oh, der sieht auch lässig aus. Weißt du? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ein Siever Besen, der leicht sandarm ist. Wirklich. Den kaufen wir. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Danke. Danke fürs Vorbeischauen. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Frisierende Besen? Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen.
Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Oh. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Okay. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Sprich mit Imelda. Okay, pass auf. Da müssen wir hin. Wir brauchen einen Weg, der dahin führt. Und dann reisen wir erstmal direkt dahin. Einfach so fliegen darf man im Wesen nicht. Ja, sich einfach Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Würde mich mal interessieren, ob man einfach so. Also einfach nur so fliegen wäre cool, ne? Aber das kann ich anscheinend gar nicht. Ist ja langweilig. Oder oh, können wir verschiedene Dinge einstellen? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Machen wir auch normal, aber jetzt machen wir erstmal das hier. Da hinten ist sie. Wenn Black nicht abgesagt hätte, müssten wir das verflixte Ding gar nicht ermitteln. Ziemlich cool. Wenn das nicht Slytherins neuestes Besenwunder ist. Na, reden wir mit dir. Hallo Imelda. Albi Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen. Aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Clopton gehört? Weiß nicht, was du gehört hast, aber ich habe sicher nicht angegeben. Erzähl das mal dem Rest der Schule. Aber ist auch egal. Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du kannst doch kein Slytherin sein. Pff, dieser mottenzerfressene Hut lässt wohl langsam nach. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Slytherin. Mal gucken. Einverstanden. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Okay. Geschafft. Ich hab den Dreh noch nicht raus. Halt, hoch. Was macht er denn da? Okay. Fabelhaft. Alter. Kann ich nochmal anfangen? Nicht direkt hier, oder? Hey, machen wir ruhig raus, ja. Oh. Ich muss die Steuerung doch wieder ändern. Irgendwie ist das ganz komisch zu fliegen, so. Warte mal. Schon viel weiter als ich. Oh, ab und zu dreht er so komisch. Was ist denn da los?
Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Muss gleich mal üben. Nicht so gut. Geschafft. Okay. Gibt's doch gar nicht, ey. Einfach mega schlecht, ich weiß. Ah, es war ganz schlecht. Ich muss es, glaube ich, nochmal machen. Sorry. Schön, dass ich immer noch der Champion bin. Und, was sagst du? Probieren wir es nochmal? Auf jeden Fall. Bereit, wenn du es bist. So. Super. Halt. Ja. Das Steuern ist, muss man so ein bisschen reinfuchsen. Oh. Nein. Shit. Was ist das, weil man mit der linken Seite steuern will? Geschafft. Kriegt ihr noch? Glaub nicht. Oh nein! Ich hab den Dreh noch nicht raus. Wirklich nicht. Das macht echt Spaß. Einen Ring habe ich verpasst. Bestzeit. Was muss man haben für eine Zeit? Rennzeit 2:10:21. Ich weiß nicht. Okay, anscheinend ist sie immer noch Rekordmeisterin. Ah, okay, doch nicht. Du hast doch geschummelt. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung.
Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albie Weeks. Super. Gucken wir uns das mal an. Der Schanzer. Okay, oh, guck mal da oben. 1,32. Mr. Weeks hört sich ja gern, wie ich mich geschlagen habe. Nicht schlecht. Ich fliege nicht gern auf Besen. So. Mal schnell zu Mr. Weeks zurück. Karte. Gut. Gucken, wo er ist. Was sonst gibt für eine Verbesserung für den Besen, ist ja auch wichtig. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich glaube nicht. Ah, oh, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Hm. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Hm, super. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Oh, mehr kann ich machen. Gut. Danke fürs Vorbeischauen. Das war's dann für heute. Wir haben einfach mal schön den Besen jetzt bekommen. Können wir nicht fliegen? Perfekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.